Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 2 abgeschlossen mit den ganzen Bösewichten. Jetzt gehen wir in Part 3, wo ich schon einige Sachen erledigt habe, weil das waren alles Kämpfe oder Kämpfer, mit denen ich gespielt habe. So, wir haben jetzt hier Whole Horse, einen Einrundenkampf und wieder einen Einrundenkampf, okay. Mal los, Whole Horse gegen Afdol. Mal ein Fernkampf, da müsste ich ja locker gewinnen. Sagt er, und dann ging er fünfmal drauf. Oh, diese Seite hat fünf Seiten. Paranoia, ne? Okay, Stardust Crusader und Diamonds Unbreakable müsste eigentlich am längsten dauern. Die anderen sind ja alle so zwei, drei Kämpfe immer. Okay. Ja, das ist ein Rundenkampf, das geht schnell. Was zum Teufel? Ihr seid ein Stilwechsel oder was macht der da mit R1? Vor der vor einer Fähigkeit, okay. Okay. Ach so, okay. Wenn ich das mache vorher. Dann auch eine Fähigkeit. Hey! Komm jetzt einfach mal näher hier. Machen wir mal so. Was muss ich denn das machen? Vor oder nachher? Hier. Wahrscheinlich weiß ich überhaupt nicht, wie man ihn spielt, aber egal. Der schießt sich einfach. Meine Güte, ist ja kompliziert. Aber kann er ja noch schießen, Mann. Nein. Das ist eine Fähigkeit, echt? Wenn ich so nach hinten renne. Der Kampf ist viel. Ich glaube nicht, dass der Kampf wirklich so kompliziert sein sollte. Einfach eine gegen den Fuß geschossen. Ne, mit denen kann ich mich nicht so anfreunden als Charakter vom Spiel her. Das macht keinen Sinn. Okay, nächste Episode gegen Polnareff, aber in zwei Runden Kampf. Yes, yes, yes. Und dann folgt noch so ein Runden Kampf. Das weiß ich sogar noch. Der Hangman. Der macht der Magier. Boah. Magician Thread. Ernsthaft, das ist auch. Wer heißt denn Magician Thread? Gibt's das wirklich? Ist doch dämlich. Ist denn so schlimm daran, den Namen zu benutzen? Tokoton Polnareff wo shimasu suru ki da na kare wa. Round 1 Fight!
Ja, genau. Okay, das muss ich nicht ersetzen anscheinend. Ich merk's nicht. Ich denke mal, wenn ich das vorher einsetze, dann irgendeine Fähigkeit einsetze, dann wird die verstärkt oder irgendwie so. Nein, ich sollte vielleicht mal die Dings einsetzen. Was zum Teufel? Das war gut. Nicht gelesen. Knarre Schwert. Ja, ich hab mich mal kurz. Was geht da rein? Verdammt. Egal. Jetzt sehe ich erst, was das Ding macht, hier, der Angriff. Tut dir so einen Spiegel, Wasserfuß zu machen. Den ich Centerfold rufen kann, irgendwie. Emperor! Falscher Charakter, aber okay. So, jetzt kommt der letzte Kampf, der einen Runden Kampf. Aber ich habe nicht der Emperor, glaube ich, jetzt. Ja, so war es doch. Ne, ich habe den Emperor jetzt nicht. So, und danach kommen die ganzen Dio-Kämpfe, aber ich würde sagen, dann machen wir wieder die Extra-Kämpfe halt erst, damit Dio sozusagen seinen eigenen Part bekommt. Hat er ja verdient, ne? Stimmt darüber ab, ne? Kommt so Vanille-Eis und was weiß ich alles. Den Kampf Polnareff gegen Iggy mache ich dann so offscreen, weil haben wir schon beide gesehen, die Charaktere. Ja. Irgendwie schon, ich habe Centerfold beinahe gar nicht gesehen. Eingesetzt. Ja, ich kann halt nicht einsetzen. Das heißt, ich kann meine Dings auch nicht einsetzen. Meinen Hitzangriff. Im Nahkampf sieht er voll jämmerlich aus. Geh weg, Mann. Schon einen anderen Angriff fällt mir gerade so ein. Ich glaube nicht, ne? Oh ne. Au. Muss das sein? Hat er da einfach meinen Angriff? Das ist deine Schwert. Kunst heißt die von Silver Chariot. War nur so nicht bei. Warte, ich brauche Centerfold zum Grabben? Ich kann nur den Angriff einsetzen. Nein.
Kann ich mal meinen Dings einsetzen ohne Centerfold. Egal, gewonnen. Warum eigentlich nochmal? So. Ich meine, der hat sogar Dio beeindruckt mit seinen Auftreten. Ist schon was Besonderes. So, das hier mache ich wahrscheinlich hier nach dieser Aufnahme. Dann machen wir mal Vanilla Eis gegen Iggy. Das wird natürlich nicht nervig. Oh. Da kommen die ganzen Dio-Kämpfe im nächsten Part. Das klingt doch eine gute Idee, oder? Ha, Star des Großheiders. Sternstaubkreuziger. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Da wird ja aber noch zu schaffen sein, glaube ich. Sieht so bescheuert aus, wie der so im Maul von dem ist. So, kennst du den Angriff noch? Der ist mir voll auf die Eier gegangen. Meine Hunde-Eier. Zum Teufel, ich kann mit denen nicht normal angreifen. Was zum Teufel? Ich kann mit ihm nicht normal angreifen in dieser Form. Schuldigen. Jawohl. Ma, wie Om Nom Nom. Was ist denn dieser Balken, ey? Jeder Charakter hat irgendwie was anderes, kann das sein? Hallo? Kann er mal irgendwie vom Himmel geregnet kommen oder was weiß ich? Verstehe nicht. Cream. Das, ach so. Das ist der Balken. Ich kann nur so dann angreifen. Guck mal her. So, Mann. Dio. Das ist keine normale Attacke so. Finger weggehauen. Cool. Aua. Hab mich Dio hier noch weggehauen, Mann. Ich hab's gerade erst jetzt gesehen, aber stand da Dio gerade oberhalb der Treppe? Und hat den Kampf beobachtet? Muss ich mir gleich noch mal angucken. Gibt ja noch einen Kampf mit dem. Aber muss ich mir jetzt noch mal angucken. Kennen wir schon. Ist auch nicht so lang her. Vor allem, das ist auch jetzt hier chronologisch richtig. Habe ich so dafür. So, jetzt gegen Polnareff noch mal. Den mache ich dann offscreen und das hier, ja, machen wir jetzt. Dann kann ich noch mal gucken, ob Dio im Hintergrund steht. Das war mein Stuhl. Das war mein Tisch.
Das auch. Mein Stuhlgang. Was? Na gut. Das war nicht so schwer mit ihm, wenn die Verteidigung gesenkt ist vom Gegner. Das war nur schwer auf der anderen Seite. So, gucken wir mal. Guck mal, ein Steo. Muss man auch erstmal sehen, ne? So, hör auf damit. Aua. Nom 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 nom. Ich will mal drehen, ich will mal Dico sehen im Hintergrund. Also, hallo Dio. Mal, jetzt kommt der mit seinen Dings. Ne, wenn ich das jetzt erledigt, ne? Dann blamier ich mich doch voll von Dio. Nein. Gut. Non. Komm mal her, das kann ich auch. Bam. Unterschied ist aber, deine Verteidigung ist im Eimer, meine nicht. Ich sehe keinen Unterschied. Verdammt. So, das war dein Verhängnis. Ist ja nicht toll gemacht, Meister Dio. Okay, geht doch. Oh, Dio, oh. Shoryuken. Ich will ja nicht kaufen. Oder? Doch. Om nom 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 nom. Bam. Wie so ein Shoryuken hat, ey. Oh ne. Ich hab meinen Namen geschafft. Das passt doch nicht. Hey. Guck mal her. Bams. Ist ja so ein Hüpfball irgendwie gegen die Fresse klatschen. So sieht das aus. Voll immature. Das ist gut zu wissen. Okay, haben wir das auch geschafft. Wieder ein etwas kürzerer Part, aber egal. Das kennen wir schon. Man schaue die Anime, um zu sehen, was hier passiert. Was? Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann die ganzen Dio-Kämpfe auf. Wahrscheinlich jetzt hier gleich noch schnell einen Kampf gegen Iggy machen. Oder Iggy gegen Polnareff. Dann weiß ich nicht. Den hier. Dann den hier und dann die anderen Kämpfe mal. Ja, würde ich sagen, ich beende Buddy und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich an herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.